Ich sehe mich bei einer fucking when a devil is struck down on this charming plane of existence. Oh. It returns to the hells, to the very point where it last stood before venturing to whichever devil-forsaken plane it died on. In the case of our friend Jurgir, the Orthon you so handily Orthon, dispatched in the Temple of Shah, he manifested in my House of Hope. He returned chastened but intact. His wounds healed, his body restored. He thought I would dismember him. But he has his uses. So instead, I am re-educating him. Oof. We delivered the devil. Now I want what I'm owed. We have a deal. Alter, sieht aus Tarion verprügelt aus. I discovered all there is to know about those scars of yours. It's a rather grim tale. Even for my tastes. Sie hätte es wissen wollen, Astarion, er könnte die Vergangenheit ruhen lassen. Ich ja. Even if I wanted to walk away from all of this, I can't. Cazador won't let me. And why would he want to walk away? This is his destiny. Carved into that ivory skin of yours is one part of an infernal contract between the archdevil Mephistopheles and your former master, Cazador Zar. What? In full, the contract states that Cazador will be granted knowledge of an infernal ritual so vile it has never been performed. Können wir das aufhaben? Of profane ascension. It promises to be a marvelous ceremony, very elaborate, incredibly ancient. Warum auf seinen Rücken? Diabolical. If he completes the rite, he will become a new kind of being, the vampire ascendant. All the strengths of his vampiric form will be amplified, and alongside them, he will enjoy the luxuries of the living. The also im Sonnenlauf und sowas. And appetites of man will return to him. And unlike Astarion, he will have no need of a parasite to protect. Er hat nur noch den Vorteil der Vampire, kein Nachteil, ist klar. But the ritual has its price. As all worthwhile things do. Lord Cazador will need to sacrifice a number of souls, including all of his vampiric spawn, if he is to ascend. Imagine how he felt then, when one of those precious spawns simply disappeared into thin air. The only missing ingredient is Astarion. You are the final piece he requires to complete the ritual. Your scars bind you to it. Your soul will set off a very wave of death, bringing Cazador his twisted life. And that, my tragic and toothsome friend, is that. Now, if you'll excuse me, I have business elsewhere. Also, was sich daraus ergibt, ist für mich die Frage, wenn wir ihn versuchen würden aufzuhalten, würde es bedeuten, dass Astarion wieder in Cazadors Nähe kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, wenn wir ihn nicht versuchen aufzuhalten, dass Cazador sowieso für immer nach ihm sucht und ihn irgendwann wahrscheinlich mal erwischen wird. Also bleibt eigentlich nur die Option, ihn versuchen aufzuhalten und nicht darauf zu warten, dass Dinge passieren. Ihr schweigt beunruhigend. Auch wieder wahr, er labert sonst immer sehr viel Scheiße. Ja, das hört sich gut an. Ihr schweigt beunruhigend. It's a lot to take in.
What do you think I should do? Wir müssen Kasador aufhalten. Wer weiß, was für ein Schrecken mit dem Ritual verursacht. Ihr solltet fliehen. Wenn Kasador euch nicht findet, kann er sein Ritual nicht vollziehen. Ihr werdet nicht frei sein, solange Kasador lebt. Genau. Es gibt einen Weg, zu einem lebenden Vampir zu werden. Usurp the Ritual. Ihr werdet nicht frei, solange Kasador lebt. Ich hate, how right you are. I knew he wouldn't leave me alone, even when I was just another wretched toy for him to play with. But if I'm the key to this power he craves, he'll hunt me to the ends of Faerun. Yes. I need to take the fight to him, and I need you to help me. Aha. Je nachdem wir... Was? Wir unser Larvenproblem... Ja, nachdem wir unser Larvenproblem gelöst haben, natürlich helfe ich. Ich spüre ihn auf und töte ihn. Wenn ihr euch holen will, verteidige ich euch, aber wir riskieren keinen Angriff auf sein Versteck. Ja, nee. Thank you. Ist schon okay. Kann ihm helfen. Das ist, wie gesagt, so dunkel ist, nur weil ich ziemlich tot bin, ist ein bisschen blöd. Hallo Will, es geht nicht über dir. Our very own vampire is the missing pawn in his master's deadly game. Now, how about we go and reverse Kazador's fortunes? Sind wir schon dabei? Okay, Halsin, hallo. Oakfather preserve you. Gegen den Schattenfluch gekämpft. Was geschieht, wenn er gebrochen ist? Das ist eine gute Frage. Honestly, I never thought I'd make it that far. But the Absolute is a threat to all, and I promised I'd help you with your parasite. So, I'll remain with you. If you'll have me, that is. Cool. Er macht also nichts, außer bei uns zu bleiben. Als Arbeitspferd werdet ihr wohl zu gebrauchen sein. Das Lager trifft sich schließlich nicht von alleine. Als wie nützlich ihr euch erweist, übrigens möchte ich, dass ihr vor dem Lager bleibt. Ich bin jemand, der Leute gerne manipuliert. Von daher bin ich höflich. So do I. But one duty at a time. Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? Ich glaube, ich kennengelernt. Ich brauche euch. Richtig kennenlernen geht wieder direkt Richtung Vögelei. Oh, Fenrir. Catherick's soul still nourishes the shadows. Destroy him, so the land may heal. So that I may heal. Okay, du redest also erst mit uns wirklich, wenn Catherick's Seele kaputt ist. Hallo, Katze. The dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. Gib mal her. Warum hast du plötzlich Gold? I hope you like it. Oh, ein Heiltrank. All I know is I thought of you when I saw it. Danke. Erstmal streichen dafür. Streichen eigentlich Charaktere, die größer sind, den Hund anders? Weggehen. Okay, wir haben Heiltrank bekommen. Hallo Schattenherz, na, was geht bei dir? It seems like Kazador used Astarion's flesh not as a canvas, but as a contract. We haven't heard the last of this, I'll wager. Ja. Was sagt Gale dazu? Wie geht's denn dir eigentlich? I can't imagine how Astarion must be feeling. The terms of your own condemnation carved into your skin. Monster's actions. And monsters do not deserve such power as that ritual promised. When the time comes, Astarion will have his revenge, I'm sure. And it will be richly deserved. But not yet. So. What can I do for you? Aber wenn wir den Vampir sowieso umbringen, kann Astarion zu einem rechten Vampir werden, weil dann ist ja das Blut von dem Vampir sowieso überall und der kann es trinken. Ich glaube, sonst kann ich, muss ich mit dir nicht reden. Du bist ein Händler. Kann ich mit dir nochmal reden? Hast du noch. Hä? Ich wollte mit dir reden. Well, hello. What can I do for you? Okay, du sagst mir jetzt Duration nichts Neues, weil wir haben die Sache schon besprochen. Und Kalach sie irgendwie abseits. Wish I could say I was surprised about Kazador's pact.
where blood, death, and betrayal parade. You can bet your ass a devil is riding Grand Marshal. We're going to keep Astarion safe. On my life, Cazador won't touch him. Was Dämon über eure Maschine gesagt, wir müssen euch zurück nach Avernus bringen, sonst geht sie hoch. Nö. Hat er gesagt, eine Weile haben wir noch. Also ist erstmal stabil, aber es ist. Ja. Dann. Lange Rast. Auto auswählen. Geht natürlich wieder viel zu viel. Aus Gründen. Schnarch, schnarch, schnarch. So. Lager verlassen. Gespeichert hat's. Bei der langen Rast. Dann looten wir doch mal die ganzen Quatsch hier. Oh, shit. Okay, wir müssen am Ende mal durchgehen, was wir jetzt hier alles haben. Weil hier gibt's jede Menge Waffen. Magische. Achso, einfach plus 1 Waffen. Na gut. Wahrscheinlich bin ich gleich überladen. Vermute ich stark. Wir machen unser. Wo hab ich's denn jetzt? Unser mit Tieren sprechen wieder an. Karla, du mal auch was davon. Damit ich nicht den ganzen Scheiß mitnehme. So, was geht denn hier ab? Unworthy. Unworthy to walk among friendly bones. Leave. Hm. Bist du eine andere Ratte oder sagst du das Gleiche? We outnumber you. Leave me be. Okay, ich sag irgendwie alle das Gleiche, die Ratten. Da, den Bubbles brauchen wir. Moment, Astarion hatte doch das Licht. Hä? Can't give up now. So, wer jetzt das einzige weitergelaufen ist. So, die Schattenedelstein brauchen wir. Kannst du bitte Licht auf mich casten? Sol Invictus! Dankeschön, dann ist es nicht mehr so dunkel. Let's go. Kerzen. Kaputter Schild, kaputte Pike, Langschwert. Helm. Hm. Muss ich glaube ich nicht jeden Helm mitnehmen. Was geht denn hier sonst noch so? Oh, jede Menge Gerippe. Hier ist doch wieder irgendwie eine Falle oder sowas. Ach du Scheiße, verkohlte Goblin. Spinnenfleisch. Und eine Truhe. Also wenn das mal keine Mimik ist. Oder irgendwas anderes macht hier eine Falle. Irgendein Viech macht hier Falle. Still breathing, despite everything. Time to press ahead. Langschwertknochen. Kaputter Schild. Tierkadaver. Das sind aber auch große Tier. Große Kadaver. Und auch frische Eingeweide. Ich bin ein wenig besorgt. Besorgt trifft es, glaube ich, ganz gut. Was hier los ist. Irgendwas macht hier Wump, Wump, Wump immer wieder. Well-chewed spider carcass oozes on the ground. Nachforschung. Fresh bite marks, an old puncture wound, and a faint pulse of something not entirely natural. Hm. Das Fleisch nach Anzeichen magischer Störung. Oh, yes.
Yes, mit Vorteil. Yes. Fleisch nach Anzeichen magischer Störung absuchen. The meat is oozing, but not with blood. It's been dosed with a potion. Es ist ein Trank in dem Fleisch. Riechen wäre dann safe. Wahrscheinlich. Sulfur, decay, and a thin whiff of something unexpectedly fragrant. Er futtert den Spinnenfleisch und vergiftet es. Daran lecken werde ich nicht machen, wenn da ein Trank drin ist. Den Teufel werde ich tun. Also ich würde stark annehmen, dass das hier... Dass das hier eigentlich eine... Okay, ist wohl keine Mimik. Badische Inspiration wiederherstellen, Klassenaktion, das nützt uns genau nichts. Ja, ist darin, viel Spaß damit. Okay. Oder hat das mit den anderen zu tun, die wir da drüben schon getroffen haben? Ist das hier quasi ein... Dass man hier unten reinläuft oder sowas? Wenn man hier von der Seite rüberspringt? Still alive, so that's progress. Bin mir nicht sicher. Das ist hier aber, wo die Schattenbestie zu sehen war, dass sie hier langläuft. Aber zwei kann man dann nur nicht so genommen, wie sie es gewollt haben, okay. Geht's aber nicht weiter, so wie ich das gesehen habe. Auch da geht's weiter. Ich was übersehen. Rabe was übersehen. Ja, da. These things have stayed interesting. Nicht in Sprung schafft, schafft ihr ihn auch alle? Schattenherz, hab dich nicht so, komm her. Alright, what now? If not over, then through. Hängende Leichen. A very gory idea of art. Oh, ich komme hier runter. Ich könnte hier unten weitergehen. Dann komme ich aber, glaube ich, nicht mehr wirklich zurück zu dem Energiedingsbums, was, glaube ich, hier oben war oder sowas. Da. Ich gebe mal das Energieding rein. Dann kann ich immer noch hierher gehen. Hopp. Bitte habt euch nicht wieder so. Kommt mit. Ah ja, hat nur eine Weile gedauert. Das heißt, wir laufen hier hin zurück und dann biegen wir hier links ab. Kaputte Pike. Hat schon jemand Treppen repariert? Hier waren wir auch um runterhüpfen, ne? Oh, da komme ich nicht wieder hoch, oder was? Oh, ich bin so... Es ist so traurig. Mit meinen kurzen Beinchen. Aber ich kann das machen. Aber darunter wollte ich gar nicht. Da war ich nämlich auch noch nicht. Wo war denn das? Das ist das hier, ne? Das Ding da. Glaube ich. Ja, hier. Da.
Das heißt, wir können dort das Energiebündel reinlegen. Mal schauen, wo wir da weiter rumkommen. Wo ist es? Da. XP. Wait. Nothing. Nothing's wrong at all. There's something more I need to do. Or the trials will have been in vain. There is a holy weapon hidden away. The Spear of Night. I have to claim it. Then use it to make a sacrifice in Lady Shah's inner sanctum. If I succeed, I'll become a Dark Justicia. Immer noch nicht sicher, ob sie das wirklich will oder ob das nur das Ergebnis der gelöschten Erinnerung ist, dass sie das will. Um Shah milde zu stimmen. Gut, wo ist der Speer? Habt ihr ganz alleine rausgeholt gerade eben? Das ist Blödsinn, wir haben den Weg doch schon freigeräumt. Vielleicht erweist sich die Mission als echt. Wollt ihr das wirklich? Don't worry. This place has been empty for years. The sacrifice can't be a simple mortal. More likely it's a monster. And we're well versed in dealing with those, aren't we? Weiß ich nicht. Get that spear. There's a library in this place somewhere. That's where I need to look. Okay, wir sollen jetzt nicht hier reinlaufen. Wenn ich das verstanden habe. Okay. Auf zu einer Bibliothek, I guess. Frage ist, wo ist die Fackel? Verdammt. Passieren Dinge. Wo ist meine Kamera hin? Never a dull moment. So. Ja. Eine Bibliothek. Schatzkammer. Ja, irgendwo hier dann wahrscheinlich. Ich meine, da ist die Schatzkammer. Das heißt, nach Westen. Ist das Blut? Nein, never mind. Lal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 a. Oh, hallo. Hier lief ja noch. Oh. Guten Tag. Head inside. Now. Ah, der ist wahrscheinlich die Bibliothek, ne? Gut, dann reden wir doch mal mit euch. Servus. Hurry inside, or your racket is liable to. Das ist das ganze Gerumpel. Rancid Donkey Scrotum! The Quakes herald the shadows! It's already too late. Pew pew! Ooh. Das ist fancy. Okay. Vier haben wir davon. Eins, zwei, drei, vier. Tendenziell kann auch Astarion das hier machen. Astarion und Schattenherz. Deswegen würde ich Karlach mal geben, dass die auf den geht. Kann sie noch laufen? Bis dahin kommt sie wahrscheinlich nicht mehr. Na dann haben wir den noch. Sehr schön. Können wir auch unser Rage anmachen, weil wir Damage gemacht haben.
Warum greife ich das nicht an? Er hätte auch darauf hauen können. Auf diese Puppe. Immun gegen psychischen Schaden. Steck mal den mal. Ach stimmt, die waren nicht empfindlich gegen nekrotischen, die waren gegen Gleisen empfindlich, ne? Kann ich mich irgendwie hierhin positionieren und dann beide angreifen? Dich? Einmal und dich? Nee, verdammt. Dann greife ich nochmal dich an. Ihr hättet nicht hierher kommen dürfen. Ich will es nicht zu nahe treten, aber bis jetzt sind die Kämpfe ganz okay. Ach stimmt, wir hätten ja... Okay. Hopp. Heilige Flamme. Let's go. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Hopp. Und den haben wir auch noch. Oh, der belebt sogar. Moment, der hat 9 beschworen. Eine neue Kugel. Fuck. Da ist auch eine neue Kugel. Ich hab da ein paar Fragen. Habt ihr ein paar wesentliche Fragen? Drei, 8 bis 13. Normaler Angriff macht 6 bis 16, aber nur wegen dem psychischen Ding. Ja, dann. Piu. Das Gefühl, ich muss ein bisschen mehr aufteilen, ne? Ihr könnt ja auch mal die Dinger angreifen, wir werden der Deal. Breathe deep and move. Ach komm schon. Das ist doch kacke. Ich kann nichts angreifen mehr. Das ist doch kacke. Ich habe vielleicht gerade auch getrashtalkt und habe gesagt, das ist zwar einfach, ne? Das Spiel zeigt mir jetzt, dass es nicht mehr ganz so einfach ist, glaube ich. Ja, Radiant, ne? Radiant ist. Dunkelheit. Umgeworfen. Okay, die kriegen keinen Damage. Davon. Finde ich gut. Soll ich das wegteleportiert? Nee. Hau es! Und hau es nochmal. Die Dinger kommen irgendwie sehr häufig. Langsam, langsam haben wir echt viel AP. Muss ich mal so sagen. Time for a new approach. Also es ist wirklich viel AP. Vor allem dich gibt's noch, ne?
jetzt nur wieder auf 3 runter. Keine Ahnung, ob das aber hilft, was ich hier tue. Piu. Also Kalach übernimmt das, glaube ich. Bin nicht mehr blind. Wir spurten. Weil wir müssen ja nur in die Nähe von dem Ding. Nice. Haben wir noch 2. Dass ihr alle jetzt mehrfach angreifen könnt. Gemeinheit. Ja, da ist noch einer. Ein 16er. Mit rücksichtslosen Angriff. Das ist blöd. Das ist nochmal ein 16er. Das darf ich nicht mit rücksichtslosen Angriff machen, ne? Das darf ich nicht, das dürfte ich schon. Die Frage, Moment, ich kann es mit dir spielen. Ah ne, kann ich nicht. Vergiss es. Das kann Ben theoretisch übernehmen. Dann kannst du vielleicht lieber den nehmen. Nicht genug Bewegungsrate. Düdüm. Und den triffst halt nicht. Dann machst halt das. Dann machst halt das. Also, ich zweifle immer noch daran, ob man das wirklich so easy macht, den ganzen. Angenommen, ich hätte einfach weniger Level gehabt, ich hätte hier echt übel. Also, ich habe jetzt schon Probleme. Ich hätte noch viel, viel mehr Probleme. So, du kannst direkt wieder sprinten. Aber wir wollen ja hier hin. Schaff mal gerade so mit Sprinten. Jetzt haben wir keinen mehr von den Beschwörungsbubbles. Er kriegt mehr Damage, als er verursacht. Das ist ein bisschen lustig. Hat er 3 Säureschaden, ist das übrigens. Ätzende Vergeltung. Säureschaden, it is. Du bist nicht im Nahkampf, ne? Du bist nicht im Nahkampf, aber du hast einen Vorteil. Kannst du es auch heben? Hallo, kannst du. Na dann. Peaks! Das geht nicht, ne? Weil der ist untot. Okay. I need to find a way forward. Verpierst du noch 9. Na gut. Das Blatt. Schön geschauriger strahlt. Eldritch blastet. Geht in Englisch schon viel besser. Doppelkrit. Und tot. Wo lebt noch einer? Der lebt noch. Du rennst wieder über das Feld, würde ich sagen. Du springst, soweit du kannst. Und dann kommst du leider nicht bis hin. Schade. Der könnte es daran sterben, dass er Kalach trifft. Oder einfach nie. Oh, shit. Hallo? Wer bist du denn? Dass Lady Knight dich nicht leiden kann, kann ich mir vorstellen, warum. Sind wir ehrlich. Ich kann mir vorstellen, warum so wie du aussiehst. Es sieht jetzt nicht nach einem sonderlich hübschen Typ aus. Was
Silberkrebs. Warum macht eigentlich hier niemand Licht an, Mensch? Wie wär's denn damit? Das könnte schon helfen gegen die ganzen Herren der Nachtgedönse. Moment, vergoldete Truhe muss ich vorher looten. I'm sorry. Sonst gibt's hier nichts, nicht viel. Ne, sonst gibt's hier, glaube ich, nicht viel zu looten. Na gut. Aber vergoldete Truhen sind wichtig. Und Totenschutz. Oh, das ist der falsche Charakter. Fleisch, Fleischgolem. Bist du der Typ? Ne, du bist der Typ. Balthasar. Hallo. Kennen wir dich schon irgendwo her? Du bist ein sympathischer Dude, wie du aussiehst. Auch so mit dem... Ah, the interloper. And in one piece as well. Not just any true soul would have succeeded in following my path through this place. You should be pleased. Ich bin nicht nur ein Varaseli, ich habe extra nach Hilfe, könnte man sagen. Ich habe direkt vor der Nase gekämpft. Wer immer ihr seid, eure Hilfe nützlich gewesen. Wahre Seele, mutig von euch, mich als Kameraden zu sehen. Das würde ich sagen. Is it? I've seen inside your head, thanks to my troops. Besides, if you were an enemy, you'd be completely surrounded. Nehmen wir an, ich bin freundlich gesinnt. Wer seid ihr? You are a true soul. There is no excuse for you to not recognize your better. Oh, du gehörst also zu dem Buff. Your potential may outweigh your ignorance. I am Balthasar, chief advisor to General Thorne and entrusted with a mission of utmost importance. Uh-oh. Do you know what is at stake here? Kommt die Waage bekannt vor, aber woher? Woher kenne ich Balthasar? Easy. Geschichte bin ich gut. It comes back to you. Balthasar headed a monastic order that controlled a place called Amkethran in the deserts of Kalimshan. But he is long dead from what you recall. Ja, das sind irgendwie alles Untote. Oh, him. Yes, I decided to take his name for myself. Okay, er ist nicht wirklich Balthasar. Suits me better, I think. But enough idle chatter. Keep to the matter at hand. You do know what's at stake here. Yes? So wie ihr euch verkriecht, vielleicht euer Überleben. I do not cower. I command. I create. Ich vermute, ich werde den E-Platt machen müssen. He knows I will deliver. He knows I will stand by him long after all others wilt and frage jetzt, ob ich das hier fighten will. You and all the rest have only one body with which to serve. I have as many as I care to make. Hm. Du bist irgendwas Ekliges. Der Event Catherick zu dienen. Er hat euch geschickt, um ein Relikt zu suchen. Ja, gut, dass der gut, eure Verdienste kenne ich an. Wollt mir sagen, worum es geht. Ich vermute, er hat einen geschickten Relikt zu suchen. General Form to you. But yes, recovering the relic is the crux of it. He commands and I, his humble servant, fulfill that command. While you, an infinitely more humble servant, fulfill my command. I will put you to work as a scout. The necromancer has Catherick's trust. Helping him could be just what you need to gain access to the man himself. Nicht mein Stil, mich ohne Informationen auf einen Auftrag einzulassen. Was soll ich denn suchen? Also ich vermute spätestens, wenn ich das ganze Ding hab, will es ja von mir haben und ich will es nicht hergeben. Und dann wird's wohl zu einem kleinen Unfall kommen müssen. Ich versuche mal zu überzeugen, Hexenmeister, ne? Was wollt ihr denn von mir? Stimme des Zirkels, let's go! Ich glaube, das sollten wir aber schon hinkriegen, oder? Easy, 20, let's go. Fine, if it'll
spare me your bleating. The relic lends the general his strength, his invulnerability. It must be recovered before his enemies attempt to exploit it. Ich denke, ich möchte dieses Relic selbst nutzen, indem ich euch losgeworden bin. Das wäre halt instant der Fight. Das wäre halt instant der Fight. Ich glaube nicht, dass er mich zu dem General vorlässt. Ohne dass ich ihm das Relic gebe, selbst wenn ich es finde. Wir sind aber doch hier in der Bibliothek, oder? Wir wollten doch den Speer haben. Der müsste doch hier irgendwo sein. Ich biete erstmal meine Hilfe an. I do not need you or your help. But you are here in spite of that, so I may as well make use of you. The relic is close, but the way is barred and Char's dead are uncooperative. Clear the path for me by blade, cunning or whatever it takes. Ich glaube, habe ich schon geklärt. Here until you have succeeded or fallen. I'd trust this gas bag about as far as I can throw him, which isn't far. But perhaps better to play along for now. Ihr habt reichlich Ressourcen. Gebt mir etwas, was mir auf der Suche hilft. Let's go. Wir wollen ja Leute manipulieren. Stimme des Zirkels. Freunde zaubern? Hey, 14 schaffen wir auch so, oder? Wir haben plus 2, wir haben schon plus 6 bis plus 10. Bis plus 7 bis plus 10. Ja, komm, ganz gespannt. Ich hab sogar die plus 10 gekriegt. Fine. I will assign flesh to aid you on your way. Ring this bell, and he will come. My brother is no intellectual powerhouse, but he is strong, loyal, and punctual. Should a fight turn against you, remember the bell. Vielleicht hätte man zuerst zu dem gehen sollen. Das wäre smart gewesen, da hätte man noch eine Unterstützung gehabt. Moment, das er ist euer Bruder. Genau, macht ihr, während ich da draußen Kopf und Kragen riskiere. Und den habe ich beim Jurgel-Fight auch verwendet, ja. Moment, das er ist euer Bruder? In part, yes. My poor unborn twin. Mother always resented me for it, said I strangled him in the womb. If you can believe such tripe. Besides, once I developed my powers, I fetched him from the graveyard and brought him back. Gave him a new, better body. Der hat einen Alas, Mother was not pleased. Wait. Er hat einen Zwillingsbruder, der tot geboren wurde, weil er wurde ja erstickt in der Gebärmutter. Der tot geboren wurde. Den hat er vom Friedhof wiedergeholt und in das da verwandelt? What? Warum hat er denn so einen scheiß schwabbeligen Körper? Gebt ihr doch auch einen stärkeren. Intelligenz hat ja wohl nichts mit dem Körper zu tun, dass er stark ist. Was ist eurer Mutter zugestoßen? We're still close. She's in a jar on the shelf. Over there. Okay. Yes. Was genau macht ihr, während ich da draußen Kopf und Kragen lasse? My creations need tending to. Not that it's any of your concern. This one's broken. He once tormented me as a youth, lifetimes ago. Now he serves me forever. No rest for you yet, Mikan. You will serve me until I am satisfied. Okay, wir nehmen mal die Glocke. Flesh will remain here until called. But don't fear, he has very sharp hearing. I chose his ears myself. Now, get to work. Wir können ja wahrscheinlich nicht gegen ihn einsetzen, oder? Kaputte Mondlaterne, Lolfs Kerze. Okay, das ist ja alles Klauen.
Gaus Augenkonstrukt, rustikale Truhe, vergoldete Truhe. Pennt der auch hier? Rotes Färbemittel, das kann er behalten. Das kann er behalten. Das ist offensichtlich nicht die Bibliothek, die wir hier gesucht haben. Glaube ich. Nicht so richtig. Schatzkammer ist noch daneben. Kann noch ein bisschen Licht anmachen. Wenn es hübscher wird. Schlossknack. So, lass Tarion nehmen zum Schlossknack. Raus. What now? Schlossknack. Ich glaube, der ist da sogar noch ein bisschen besser. Der hat schon plus 10. Wir haben jetzt plus 11 bis plus 14. Wir können es überhaupt schaffen. Wir versuchen mal einen. Nope, das geht nicht. Da fehlen 7. Ich probiere es noch einmal. Ich hoffe, da ist richtig, richtig geiler Loot drin, aber. Ach, come on. Wir haben vorhin zu gut gewürfelt. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt schaffen. Auch wenn ich karmische Würfel nicht anhab. Ich will jetzt hier eigentlich nicht meine ganzen. Ganzen Dinger verbrauchen. Aber wahrscheinlich ist es in der Schatzkammer. Wie komme ich sonst in die Schatzkammer rein? Gibt, glaube ich, einen Hintereingang. Würde ich jetzt sagen. Let's move. Ich habe Hunger. Zu viel Wasser getrunken. Okay, außerdem gibt es hier noch einen Eingang. Unworthy of Dub. That's a mean old rat. Wonder what's bothering it. Moment. Dialogverlauf. Keines dunkles Mannes würdig, keines dunkles Fels würdig, unwürdig. Hier sitzt ja einfach überall nur rum. Ghoulspeer. Dein Befehle von B. Overcome my trials. Gut aufgepasst, sucht nach Mitteln, um zum Relikt zu gelangen, sucht in der Bibliothek, weicht nicht ab, scheitert nicht, kehrt unverzüglich zurück. Okay, die Bibliothek ist also wahrscheinlich hier in der Richtung. Her most vaunted treasure. Was für ein Knochen? Was ist da? Warum ist das denn rot? Warum ist jetzt unsere Minimap rot geworden? Hab ich was verpasst? Anything of use? Oh. Wir könnten hier uns opfern oder wir können, glaube ich, versuchen hier Sachen zu knacken. My faith will guide me. Du bist doch hier faithful und so. Contains an ancient rust-colored bloodstain. It forms a neat disc, as if spilled calmly and willingly. You recognize this as a trial where initiates would prove themselves to Lady Shah. This one would put their skills of stealth and infiltration to the test. Dein Blut in Schars Namen opfern. Wäre er denn eigentlich der hier, wäre unser Stealth Infiltration Guy? The bowl contains. This is one of Lady Shah's trials.
Allow me. It's important. Wie ihr wünscht. Okay. Okay. Oh, oh. Das ist stehen geblieben. Die kommen hierher. Oder nicht? Ich bin verwirrt. Okay, du kommst jetzt hierher. Das ist ja schlecht. Bin nicht ganz verstanden, wie ich hier irgendwo hinkommen soll. Ist einfach timing-technisch hier in der Mitte durchlaufen? Halt. Warum hat er den Zustand Verstecken verloren? Du kannst auch Turn-Based Movement anmachen. Könnte ich tun, ist richtig. Oh, wahrscheinlich wäre das smarter. Oh. Hallo. Ich bin nicht sicher, ob das so viel smarter ist. Ich kann nicht spurten, während ich versteckt bin, oder? Bin ich, glaube ich, nämlich nicht mehr versteckt. Okay, ich bin also im Grunde nicht mehr versteckt. Bin mir nicht ganz sicher, wo ich hin muss. Stecken erfolgreich. Aber ich habe hier keinen Sichtkegel. Warum habe ich keinen Sichtkegel? Muss ich dahin? Ist, glaube ich, egal, wie rum ich das mache. Okay, der schaut noch wieder ab. Ich glaube, ich habe es geschafft. Oder? Nice and easy. Also zumindest, wenn ich das hier noch knack.
Haben wir noch einen Schattenedelstein? Shall we? Seek no permission. Take all that benefits you. Gut, haben wir geschafft. Was? Ein leiser Schritt ist besser als jede Rüstung. Wer ungesehen ist, ist überall willkommen. Okay. Die Prüfung haben wir, glaube ich, bestanden. No time to rest. Und wir mussten hier nur einmal auf Verstecken würfeln. Moving ahead. Trotzdem nicht ganz klar, warum meine Minimap plötzlich rot war. Speichern wir mal das. Die Proben der Schar, aus denen sich eine Armee aus Dunkelstern erheben und im Kampf gegen jene anschließen wird, die ihre Umarmung scheuen. In diesen heiligen Städten müssen sich Schars Novizen einer Reihe von Prüfungen unterziehen, um in ihre vielgepriesenen Ränge aufgenommen zu werden. Die Proben repräsentieren die kriegerische Facette der Umarmung der Herrin der Herrenschar. Die Nachtsängerin zermalmt ihre Feinde mit gepanzerter Faust, hält die Hand aber schützend über ihre Diener. Novizen müssen sich erst das Recht verdienen, zur letzten Prüfung vorrücken zu dürfen. Beim Bestehen jeder Prüfung wird ein Schattenedelstein vergeben. Und jeder Edelstein bringt die Siegreichen näher zur Nachtsängerin. Wir hätten also den gar nicht in Kampf machen müssen. Sobald der Weg frei ist, wartet das letzte Opfer und vergossenes Selenitenblut wird die Geburt eines neuen dunklen Justiziars verkünden. Vergossenes Selenitenblut? Was ist denn, wenn du das liest? Okay, macht nichts mit dir. Ich dachte, ich könnte noch einen Kommentar dazu. Her most hallowed mercy. Das ist doch auch eine Aufgabe, oder? Komme ich aber noch weit. Na gut. Wieder speichern vorher. Man weiß ja nie, was da direkt drin passiert. Here goes nothing. Schauen wir mal rein. Okay. Rostiger Dolch. Opferschale. Dieselbe Prüfung? Was? Sanfter Schrittprüfung, dieselbe Prüfung? Was? Another bowl bearing the stain. Another trial. I need to do this, same as before. Ja, ja, mach, wenn du gern willst. Teaches us that we are our own worst enemy much of the time. Her embrace will lead us until we shed that which holds us back. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt auf der Begriff dieselbe Prüfung. Die Begrifflichkeit passt für mich irgendwie nicht dazu. Looks like an ambush. Ambush? Oh. Ambush. Wait, Karlach? Oh. Ey, ich würde gern. Halbling, Hexenmeister. Ich muss mich also selber bekämpfen. Ich habe jetzt nur zwei gesehen davon. What a day. Never seen nor heard. Gently. Nicht mitkommen. Nicht mitkommen, wenn ich schleiche. Jetzt wäre irgendwie was ganz Blödes. Da ist noch jemand. Da ist Astarion. Okay, und da ist Schattenherz. Okay. Astarion? Mach mal einen hinterhältigen Angriff auf dich selber. Fehlschlag überrascht. Ja, geil. Like a race. Wir machen einfach nochmal. Jetzt haben wir getroffen. Ready or not.
Oh, der heilt sich aber direkt wieder. Okay, irgendwas habe ich hier noch nicht verstanden von dem. Gespiegelt. Irgendwas habe ich hier noch nicht verstanden von. Muss ich einfach da hinkommen? Sieht aus wie so eine Opferschale wieder. Da könnte der das Dingens liegen. Ha. Wenn du jetzt Nebelschritt hättest, ne, wäre schon ganz geil. Sind wir ehrlich, dann könntest du hier hoch Nebelschritten und dann hier hinten runterhüpfen, ohne gesehen zu werden. No one stopped me yet. Ben, gib mal Astarion den Nebelschritt. If this isn't important. Hier hoch, genau. Dahin. La 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 la. Ist es das nicht? Ich hätte gedacht, das ist es. Kann ich hier direkt vor ihm vorbeilaufen? Ich weiß ja nicht. Ich muss auf jeden Fall dann da rein. Nee, ich kann hier hinter springen. Lalala. Okay, hier muss ich nicht hin. Wohin muss ich denn dann? Hier kann ich auch nicht interagieren oder irgendwas. Ich bin etwas verwirrt. Was ist das für eine Prüfung? Muss ich ihn wirklich besiegen? Ha. Aber ich kann doch hier einfach komplett außen rumlaufen. Ohne gesehen zu werden. I've got a long road ahead. Still alive, so that's progress. Also ich kann doch einfach dahin laufen komplett. Ich bin irritiert. What's the story? Klar, da gehen wir mitten rein, mal sehen, was passiert. Hallo! Moment, das ist ein Halbling. Achso, das bin doch ich. Das soll ich sein, nur ohne Bart, aus irgendeinem Grund. Okay, der hat sie unsichtbar gemacht. Schattenherz bringt mir auch mehr HP. Versucht mich zu hauen. Ist auch genau abwechselnd dran. Rettungswurf gelungen. What? Das ist aber nicht meine Fähigkeit, da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir sehr, sehr. Oh Gott, ich habe auch voll viele Resistenzen. Nur Radiant Damage wieder, ne? Ist der Tamer. Wenn es den treffen würde. Ja, gegen Karlach ist ein Schildtyp schwierig. Bin ich ehrlich. Ah, oh, mit Licht können wir die sichtbar machen. Okay. Das hilft. Fällt übrigens gerade auf, dass du vielleicht mal den Backstep machen solltest. Damit du auch mit im Kampf bist. Du kannst auch von Karlach futtern noch. Glücklich. Nice. Blut leer. Dann hat sie minus 1 auf alles. Nothing will stand in my way. Hohe Verteidigung. Ich glaube, wir Eldritch blasten einfach rein.
Die anderen jetzt alle mehr HP bekommen. Dass der permanent unsichtbar ist, ist ein bisschen fies. Ja, ein Schatten. Wenn kein Licht ist. Ja, Crawlach, du hast eh schon Vorteil. Dann. Ah, du kriegst auch selber dein Radiant Damage ab. Tapferkeit des Unterlegenen. Ich bin Vorteil, das ist Quatsch. Ja. Schutzgeister Radiant, it is. Begin. Macht das Ding auch Licht? Das wird ziemlich awesome. Ein Wächter rücksichtsloser Angriff. Hat leider nicht funktioniert. Boah, die verprügeln aber Astarion. Böse, böse. Überlegt euch nochmal, ob ihr da bleiben wollt. Oh shit, das war dumm. Nee, das wollte ich nicht. Das war anscheinend sehr, sehr unsmart. Raffinierte Aktion Rückzug. Hä, hast du Nebel gemacht? Zurück, er schafft dazu eine Nebelwolke. Ah, das war das Problem der Blindheit. Null. Ja, du bist auch wieder unsichtbar. Okay, du bist sowieso blind. Und läufst sehr merkwürdig. Ein tropischer Schutz, sehr schön. Ich bin ein Vorteil gegen den. Hallo. Kleriker ist schon ziemlich awesome. Mal die Dolchwolke weg. Ich vermute mal, die kann ich nicht looten. Das ist irgendwas Magisches gewesen. Aber hier kriege ich keine. Keine Kugel her. Schweinerei. Wir haben schon irgendwelche Leute die Kugel eingesagt anscheinend. Vermute ich mal stark. Astarion, kannst du mir kurz das Licht wiedergeben? Dankeschön. Step quick. Oh, das ist hier oben, die Kugel. Nee, da ist das Ergebnis. Aber ich sehe keine Kugel, ich kann nirgendwo eine mitnehmen. I'll just help myself. Ah, du bist der Falsche. Another step forward. Wir sehen keine. Ach doch, da. Schattenedelstein, ich bin blöd. Mörderischer Liebling? Ich bin blind einfach nur. Ich bin einfach nur blind. Wenn du einen Kreatur tötest, ist der nächste Angriff ein kritischer Treffer. Nach Verwendung wird dieser Effekt nach einer langen Rast wieder aufgefüllt. Achso, wir wollen mal hier tauschen. Wieder. Du tötest relativ Leute. Ein Gegner einen Stoß verpasst, erhält er bis zum nächsten Zug plus 1 auf Rüstungsklasse. Ist doch voll doof. Warum habe ich die denn immer ausgerüstet? What the fuck? Also bin ich ja eher hier. Du tötest doch regelmäßig Gegner. Und dann ein Crit. Barbaren-Crits sind, glaube ich, ganz geil. Donnerwoge, spurloses Gehen. Extra Schaden.
machen vielleicht den extra Schaden auf sie, weil sie viel häufiger trifft. Trin kann nicht schockiert werden, sonst wird sie nicht geschockt. Ob sich das für ein Crit Prolongus hilft? Warum nicht? Ist besser als ein Gegner buffen, wenn er geschubst wird. Also, jetzt wirklich. Ja, klar kann ich gucken, ob ich noch was Besseres habe. So steht's aber nicht da. Da steht, wenn der Träge einen Gegner einen Stoß verpasst. Erhält er. Achso, der Träger. Plus 1. Ah. Now I get it. Erhält er, bezieht sich bei mir auf was anderes. Warte, war das doch voll gut für dich? Ja. Du machst doch Säureschaden extra, oder? Nee, wir hatten doch gerade. Nee, du hast jetzt den extra Säureschaden. Dann musst doch wieder du den Säureschaden kriegen. Frage ist: Tauschen wir das doch? Träger ist ja der Ringträger und nicht der Gegner. Nee, die haben. Kriegt er. Ja, finde ich auch ziemlich nice. Also, die Bezeichnung kriegt er bezieht sich in meinem Verständnis auf den Gegner, weil das die letzte, das letzte Subjekt ist. Es ist kein Subjekt im Satzsinne, aber das letzte Substantiv ist, von dem gesprochen wird, worauf sich beziehen könnte. Aber sie meinen den Träger, ja. Vier bis zehn. 1d4 plus Necrotisch. Das ist doch bei dir was viel Besseres, oder? 6 bis 12. 5 bis 15. Und Necrotisch ist mächtiger. Und ich könnte einen zweiten Dolch dir geben. Für Doppel-Dolch-Attacks. Nur für einen Ring eines magischen Ringpaares, der beim Träger erlaubt, den Schutz schützendes Band von der Kreatur zu halten, die den anderen Ring trägt. Achso, liebkosende Warenliebe. Segenring des Gestaltwandlers. Plus ein Diff auf alle Würfe, wenn du deine Gestalt wandelst oder dich tarnst. Beobachterauge. Ne, da bin ich bei Amulett des Gesandten, ne? Für Stimme des Zirkels. Ich glaube, ich brauche die Stimme des Zirkels nicht wirklich. Was ist denn jetzt hier am Rumflumpen? Flump, flump, flump macht sie irgendwie die ganze Zeit. Ein Kampfrausch beendet. Also. All's well that ends. Das ist das hier, Schattentransporter. Alles klar, Xan. Viel Erfolg, danke fürs Reinschauen. So, wir speichern, wir haben die Prüfung auch fertig. Haben wir ja schon quasi drei Prüfungen fertig. Wo sind denn noch weitere Prüfungen? Hier geht es ja noch ein ganzes Stück weiter, offensichtlich. Was ist denn hier? Gold. Nehmen. Moment, Karlach und Astarion sind belastet? Sehe ich jetzt erst. Jo. Achso, ja, das ist auch so ein Punkt, ne? Wahrscheinlich Astarion am ehesten. 6 bis 11. Bewirkst einen Treffer möglichst verängstigt. Erhalte einen Bonus von 1d4 auf Angriff und Schaden gegen verängstigte Kreaturen. Brennend, wenn du eine Kreatur mit dieser Waffe triffst, während du versteckt oder unsichtbar bist. Ja, versteckt und unsichtbar bist tendenziell du. Wir haben nochmal infernalisches Metall. Moment, wir haben nochmal ein infernalisches Metall? Okay. Bogen der Todesfee. Du hast einfach plus 1, oder? Die Scharitenarmbrust. Das Problem ist, du bist halt absolut scheiße damit, aber. Keine Ahnung. Ich würde es mal so lassen.
gerade Übelkeit. Warum bist du jetzt übernachtet? Wir müssen mal nach Gewicht sortieren, glaube ich. Ah, so. Könnte daran liegen, dass du einfach 3 Rüstungen, 4 Rüstungen, 5 Rüstungen dabei hast. Jacke des Wohlwollens. Und noch ein paar Schwerter. Ich sehe da einen Muster, warum du belastet bist, Karlach. Ich sehe da einen Muster. So, und du bist auch überlastet, weil du genau das Gleiche hast. So, seid ihr wieder ordentlich entlastet worden. Entspann dich mal ein bisschen. So schlimm ist es auch nicht hier, komm. Ja, komm, wir geben hier noch einen. Moment, du kriegst keine temporären Trefferpunkte mehr. No, wo hab ich denn die Stiefel hingeschmissen? Du hast mal temporäre Trefferpunkte, Stiefel. Ja. Rüstung. Stiefel habe ich nicht dabei. So wie ich das sehe. Wo habe ich die hingeschmissen? Kurzschwert. Knüppel. Ha! Badische Inspiration. Ha! Das ist natürlich blöd. Keine Ahnung, wo die hin sind. So, jetzt geht's doch wieder ziemlich okay. Warum bist du jetzt immer noch so angeschlagen? Ach so. Bei der betroffenen Kreatur sind alle Attribute um 1 verringert, da sie eine Reflexion angegriffen hat, die nicht ihre eigene ist. Dieser Effekt kann noch 3-mal wirksam werden. Was? LOL. Man muss wirklich gegen sich selber kämpfen. Okay. This is the path of heroes. Your feet sully it. Ja, okay, ihr sagt mir wirklich nichts Neues. Ein rostiger Speer, eine neue Tafel. Her most sacred path. Her most sacred path. Okay. Es scheint jetzt die dritte und letzte Prüfung zu sein. Vertrauenssprungprüfung. Let's go. Another ball. Another trial. Ja, mach. I'm said to be sure of foot in even the darkest recesses of Lady Charles Embrace. I must remember where to step. Hier ist unterbrochen. Hier ist auch unterbrochen. Darf ich springen? Ich darf springen. Blind. No. Aha. I wonder what the next move is. Kann also hier einfach runterfallen, ja? Muss ich irgendwas aktivieren? Kriege ich Dunkelheit ab, weil ich springe? Blindheit meine ich natürlich ab. Hä? Da hingeklickt.
wohl knapp daneben geklickt. I guess. That's the last one. The inner sanctum is within reach now. Alright. What now? Okay. Simple enough. Wir haben alle Aufträge davon, alle Prüfungen der Schar erfüllt. Gehen wir jetzt einfach hier durch? Stille Bibliothek. Müssen aber gehen. Oh no. Oh no. Wir dürfen nicht zaubern. Attention. Karlach. If you insist. Die stille Bibliothek. Bibliothekar. Dunkle Eindringlinge nutzen Schatten. Beheben, um auf materieller Ebene zu reisen. Aura Stille. Ah, von dir kommt es, okay. Greift ihr an? Ihr greift an, okay. Well, well. Look what we have here. Dann angreifen. Ziehen außerhalb der optimalen Reichweite. Dann muss man ein Stück näher ran. Ziehen außerhalb der normalen Reichweite. So. Hm, hat er noch zwei. Au. Au. I guess. Wir brauchen noch einen Attack auf diese blöde Kugel, bevor wir zaubern dürfen. Ich glaube, das muss dann halt Schattenherz machen. Da war ein Crit. Peaks, Peaks, Peaks sind ja alle unterwegs, ne? Treffer sowieso. So, wir sind nicht mehr verstummt. Ja, wieder, genau, Radiant ist wieder Schwachpunkt. Könnt ihr wahrscheinlich auch anzuzaubern, oder? Nee, ihr spottet nur. Ihr spurtet nur, in Anführungszeichen. Nekrotisch war der widerstandsfähig gegen, ne? Yes. Okay, ist jetzt gegen alles außer Radiant widerstandsfähig. Ich glaube nicht, dass ich einen Radiant-Zauber habe. Einen, der Radiant-Damage macht. Dunkelsicht. Feuer. Blitz. Gegen nekrotisch ist ja eine absolute Frechheit. Säure. Ich muss da nochmal gucken. Säure. Ja, doch, Feuer, alles drin. Alle Elemente. Das wollte ich nicht. Ich hoffe, du hast das jetzt nicht getan. Steinwand. Nicht magischen Stein. Steinhaut. Spinnennetz. Spiegelbilder. Tote beleben. Schutz vor Energie. Schutz vor Gut und Böse. Ihr seid doch Apparitions, oder? Untoten. Aber für Untoten hilft das doch auch. Da. Oder? Feen, Unholden und Untoten. Dann mach ich da erstmal Schutz vor Gut und Böse. Auf mich. Aber trotzdem ein hartes Pflaster hier. Glaube ich.
beide zuhauen. Nice. Nahkampf. Niederstrecken des Dinges und so. Dann können wir auf dich gehen und dich hoffentlich finishen. Sehr schön. Ja, verstecken wird hier nicht. Sind wir ehrlich, verstecken wird hier nicht. Kriege ich keinen Schutzangriff. Au. I guess. Du hast deinen Fernkampf draußen. Oh no. Oh no. Warum hast denn du deinen Fernkampf draußen? Das ist ja absoluter Murks. Radiant Schutzgeister. Verdammt! Gerade so reicht's nicht, um zwei zu erwischen. Konzentration, was? Konzentration erfolgreich? Irgendwas habe ich offensichtlich verpasst. So, wir haben dich da unten. Du bist eigentlich gut bedient. Wie viel HP hast denn du noch? 8. Scheiße. Nicht genug Bewegungsrate. Ach, dammit. Ach, dammit. Geh mal so weit du kannst. Gerade außerhalb anscheinend. Kalach übernimmt das da unten. Die schafft das schon. Wird hier noch rumgeschubst. Immun gegen blind. So. Schrei, schrei, schrei. Und dann einen rücksichtslosen Angriff. Dann machen wir noch einen rücksichtslosen Angriff. Dann haben wir noch einen platt. Hallo. Gibt's einen Knopf? Oh. Vielleicht hätte ich einfach einen Knopf drücken können. Weiß ich gerade nicht. Sehr gut im Ausweichen. Sehr, sehr gut. So fein gemacht. Ja, lauf zusammen. Aua! Meine Konzentration. Was, worauf konzentriere ich mich denn? Achso, Schutz vor Gut und Böse. Hat ja nicht so gut funktioniert, sind wir mal ehrlich. Moment. Ich muss doch erstmal dich finishen. Hallo. Where do I go from here? One day I'll catch a break. Nee, dann lieber das, habe ich zwei. Also. Jetzt haben sie beide gehittet. Sehr schön. Fliegen am Arsch. Verlockende Dunkelheit? Was ist denn verlockende Dunkelheit? Aua! 2 bis 16 Schaden pro Zug? Von Dunkelheit geplagt. Ach du Scheiße! Henker, einmal pro lange Rast. Wenn du eine Kreatur tötest, ist der nächste Angriff ein kritischer Treffer. Kredit! Kann ich, das muss ich noch auswählen extra. Sehr schön. Dunkelheit habe ich trotzdem noch das Problem. Got it. Ah, da gibt es wohl einen Geheimweg oder sowas. Time to move. Geh mal ran und mach mal einen normalen Attack. Damit er im Nachteil ist.
Mann. Okay, das trifft er mit seinem Zeug im Nahkampf. What? Okay. Die hauen deutlich mehr rein, als ich mir erhofft hatte. Easy. Kommt mal alle ran. Dann haben wir noch ein Gebet der Heilung für alle. Uns geht's nicht so gut, sind wir ehrlich. Aber wir können jetzt hier die Bibliothek. Die sollte man ja sowieso rein, wenn ich das richtig verstanden hatte. Loot, 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 loot. Ja, ja, eine long day, bla bla. Lernen der dunklen Justiziare. Niemand kann es mit der Leidenschaft und Hingabe aufnehmen, mit der dunklen Herren Chardin. Sie sind die treuesten und erbarmungslosen Streiter. Verfecht ihre heiligen Doktrinen. Alle Novizen müssen erst einem Sioniten das Leben im Ehe sich die dunklen Justiziare nennen dürfen. So hat jedes Mitglied ihrer Reihen seine Klinge bereits mit dem Blut von Herren Chars Feinden benetzt. Ja, das hat sie irgendwie nicht davon abgehalten. Vergessen und Verlust. Ein in enger, eleganter Handschrift das Buch, das die Grundsätze von Chars Lehren wiedergibt. Verlust lehrt uns Wahrheiten und seine Lehre sind wir der reinste aus uns selbst. Es gibt nichts Edleres, als zu vergessen und sich die Dunkelheit hinzugeben. Für das Quäntchen Kummer, das uns dorthin führt, belohnt uns die dunkle Herrin mit der ewigen Umarmung der Nacht. Okay. Hier sind... Hier gibt es Fallen. An solchen Stellen. Ich sollte es wirklich mit Astarion machen, sowas. Fuck. Moment, Astarion hat es aber alle Attributswerte um eins verringert. Foliant der sanften Schriftprüfung. Wie sie ihre sanfte Schriftprüfung triumphieren können, sie müssen in Herren favorisierten Künsten glänzen, wie Heimlichkeit, Schlossknack, Entschärfen, Fallen und drinnen. Das Unsubtileren können nur versagen. Okay, wenn es wirklich jetzt nur das ist, wird das ganz schön dumm. Glücklich. Ja, plus 9, plus 10. Lehre des Verlusts, die Nachtsängerin. Was lässt das Nachtlied verstummen? Nur die Nachtsängerin selbst, Char. Die Herren der Nacht, die Herren des Verlusts. Ihre Namen sind viele, aber ihre Bestimmung ist einfach. Das Licht war ein Fehler und Lebens eine Illusion. Ein misstönendes Lied, komponiert aus Lügen, das den Frieden des Vergessens stört. Setzt all euer Vertrauen in Char. Erlaubt ihr, das falsche Lied in eurem Herzen verstummen zu lassen und euch in ihre Umarmung zurückzuführen. Braucht nichts, absolut nichts. Die ewige Zuflucht und die sichere Dunkelheit bei Mutter Char. Das klingt für mich alles nach einem ziemlich beschissenen Kult, die sich einfach nur selber töten wollen. Finde ich ein bisschen fragwürdig, wenn ich ehrlich bin. Was ist denn das hier für ein Knopf? Oh, nee, der ist auch von Fallen. Astarion, komm her. Entschärfen. Bloß keine Angriffe. Der Rest. Drück mal. It's not broken, but it's not working either. Vertrauensprüfung. Never a dull moment. Be wary. This place is trapped. Astarion, ich brauche die noch ein bisschen. Don't linger. Entschärfen. Okay, kritischer Erfolg. Licht und Liebe. Liebe ist die grausamste Lügen, deren sich Herren Chars Feinde bedienen. Sie ist eine Krankheit, deren Herz auf Lebenszeit bestricken kann. Über eine Nichtigkeit wie einen beiläufigen Beleg. Liebe ist Brandstift und eine solche Flamme, die alle, die sie nähren, flüchtiges Licht und Trost verspricht, während sie Herren Chars kalt, unendliche Dunkelheit beleidigen.
Verlöscht die Feuer, die Feuer der Liebe. Sie sollen euch mit ihrer Hitze versengen, euch mit ihrem Beißen, Qualm ersticken, am Ende in nichts der kalte Asche und hungrigen Herzen zurücklassen. What the fuck? Du wirst wahrscheinlich keinen Unterschied machen, wenn du das liest, ne? No one stopped me yet. Astarion, ich brauche hier noch eine Falle, die wir vielleicht entschärfen sollten. Vielleicht macht die ja irgendwas. That did nothing. Nice. Neues, 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 neues. Moment, wo muss ich ja nicht dran, dass das leer ist? Geschlossener Bereich der Bibliothek. Nur jene, die sich von der Herrin der Nacht als würdig erwiesen haben, sind eingeladen, ihre Geheimnisse zu erblicken. Diese Wand wird von 4 Bedienelementen geschmückt. Nur eins davon gewährt Zutritt. Begebt euch zur Mitte des Heiligtums und sucht die nordwestliche Ecke. Doch seid auf der Hut, wenn ihr hier nicht willkommen seid, würde ich Dunkelheit schnell finden. Begebt euch zur Mitte des Heiligtums und sucht die nordwestliche Ecke. Das ist da. Something over there. Muss ich hier auch entschärfen? Nee. Looking ahead. Schrift oder Todeswolke? Okay. Das letzte Opfer der Mondtochter. Das heißt, der heilige Speer wurde eins von den Nachtsängerinnen höchstpersönlich geführt und wartet nun auf ihre auserwählten Streiter. Die Ältesten haben ihn an einen geheimen Ort versteckt, um ihn sicher aufzubewahren, bis der auserkorene Champion ihn entdeckt und ein letztes Opfer vollbringt. Dann wird Saloons abscheulicher Mond bittere Tränen vergießen und ihre fehlgeleiteten Anhänger im Stich lassen. Aber lasst nicht zu, dass die Ehrgeizigen der Nacht in Versuchung geraten, den Speer unerlaubten Besitz zu nehmen, denn für sie ist er nur ein lebloser Gegenstand ohne jegliche Heiligkeit. Gewährt allen Kindern der Herren Schar die Ehre, diesen heiligen Werkzeug zu bewachen. Wenn die Zeit gekommen ist, werden sie wissen, dass sie Herren Schars auserkorenen Kriegern geholfen haben und damit die Rückkehr in die endlosen Ekstase des Vergessens. Okay. No time to waste. Lies du mal. Was musst du jetzt mit? Let's move. Breathe deep and move. Also ich glaube ich die andere Rätsel der Nacht. Okay. Trap. Be cautious. Don't touch. Ich nehme Astarion zum Entschärfen. 21. Klappt aber. Entschärft. I've got a long road ahead. Im Hebel. Oh, geht's wieder zu. Okay. On my way. Here goes nothing. Ich glaube, sie steht schlecht. Die steht, glaube ich, noch gerade so außerhalb. Anscheinend. Oder halt einfach innerhalb. Danke. Wir machen so, was machen wir zu? Wahrnehmung fehlgeschlagen. Astarion it is. Entschärf mal den ganzen Quatsch hier, bevor wir irgendwas machen. Sieht auch gut. 31 ist schon krass. So, noch eine Runde entschärfen. Der delivered gerade. Demnach müsste hier noch eins sein, würde ich sagen. Someone doesn't like visitors. Gerade geschafft. Perfekt. Let's get going. So, dann haben wir die Fallen deaktiviert. Bücherregal, was ist hier drin? Lernen des Verlusts vergessen. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen gerade. Can't slow down. That might be worth a look. Okay. Schriftrolle Steinmann, Schriftrolle Glyphe des Schutzes. Was ist das hier? What can silence the night song? Ich
Herrin Char weiß, was ihr tief in eure Seele vergrabt. Sie weiß, was euer Schmerz und was an eurem tiefsten Stein neigt. Offenbart ihr euer Versagen, erlaubt ihr mit tröstender Hand über eure Wunden zu streichen. Lasst sie euch durch und durch kennen, auf dass sie euch euren Fesseln befreien kann. That's not going to work. Kann ich das knacken? Nee. Whatever comes. Du hast es doch verstanden. Can't use this right now. Dann müssen wir irgendwas mit dem Rätsel der Nacht machen. What can silence the night song? What can silence the night song? Hätte jetzt einfach so ein Moment. Sind sie denn sowas hier reingetan? No, das ist falsch. What can silence the night song? Was kann die Nachtsängerin zum Verstummen bringen? One day I'll catch a break. Puff. Lesen, Notizen, ein paar Pergamentfetzen, der mit krakeligen, verzweifelten Spekulationen überzogen ist. Was im Wahrsten befindet sich die Antwort auf den Seiten dieser Bücher. Es kann gar nicht anders sein, ein geheimer Weg, um der Obersten aller dunklen Sozial zu werden. Wie könnte ich dem widerstehen? Es spielt keine Rolle, dass mir nicht befohlen wurde, diesen Weg zu gehen. Herrin Char wird sich meiner hinterlisten Beharrlichkeit bewundern. Ich werde alle Seiten durchforsten, jedes Wort verschlingen. Ich muss dieses Relikt finden. Ich muss einen Platz zu ihrer Rechten gewinnen. Aha. Ja, gut. Was lernt es für Lust ein Geheimnis? Offenbart ihr euer Versagen, erlaubt ihr mit tröstender Hand über eure Wunden zu streichen, lasst sie euch durch und durch kennen, auf dass sie euch von Fesseln befreien kann. What can silence the night song? Todesfolge wird es ja wohl nicht sein. Oder? Wird er wohl jetzt nicht eine Zauberschriftrolle drauflegen müssen, oder? Vergessen. Die Reinheit von Herrin Chars umarmen. Wir alle müssen unseren eigenen Weg finden und von euch versuchen, das Licht und des Lebens zu lösen. Denkt daran, dass euch all die falschen Annehmlichkeiten am Ende verraten werden, nur das Heilige nichts wird überdauern. Ha. Hier war was gesilenced hat, aber... Watch your back. Ich bin etwas überfragt, muss ich ehrlich sein. These things have stayed interesting. Polian von derselben Prüfung, das ist halt ein Hinweis. Wir stehen und sie müssen ihr eigenes Spiegelbild besiegen. Gewalt gegen andere wird bestraft werden. Ja, okay. Hier haben wir nichts mehr mit. Hier ist auch nichts drin. Very well. Irgendwo in den Büchern soll eine Antwort sein. Licht und Liebe. Liebe, würde ich sagen, kann die Nachtsängerin zum Verstummen bringen, oder? Das verstehe ich nicht, das Rätsel. Nicht ehrlich. Behaupten, dass sie vollste Vertrauen in ihrem Herzen genau sie wagt, ihr Instinkt zu vertrauen, der heiligen Dunkelheit zu durchqueren, nur geschützt von eurem Glauben. Für alle Gläubigen ist die Dunkelheit eine heilige Pfad zur Umarmung der Nachtsängerin, für alle, die schwach im Glauben sind, wie ein hungriger Bombe.
Moment, steht da was? Verschlingt, redet nur dorthin, wo Herren Schaas euch befiehlt, dann habt ihr nichts zu befürchten. Vergessen und Verlust. Das wurde die Grundzüge von Schaas Lehren wiedergibt. Verlust lehrt uns Wahrheit und seine Seele. Seine Lehre sind wieder reinst aus uns selbst. Es gibt nichts Edleres als zu vergessen und sich der Dunkelheit hinzugeben. Für das Quäntchen Kummer, das uns dorthin führt, belohnt uns der Herr mit der ewigen Umarmung der Nacht. Falsch. Always room for more? Das sind die Prüfungen. Die haben nicht ein Buch von den Prüfungen. Ups. Das war was zur Nachtsängerin. Die Nachtsängerin. Also ich würde dir sagen, das war der Text zum Verstummen lassen. Jetzt das Buch da reinlegen. What can silence the night song? Herrin Schaar selber. Los. Nee, das funktioniert. Der Nachtspeer. Neueste sortieren. Wenn Schaar es erlaubt, töte mit diesem Speer Nachtlied. Okay, 5 bis 12. 5 bis 12, 5 bis 12. Kriegst du das jetzt? Aber das ist zweihändig, wa? Nee, sie nicht. Alright. What now? Don't be shy. Let's get on with it. Nimm mal die Plattenpanzerung noch. Ist die besser? 16. 15. Ist sie. Der Träger ist bei Heimlichkeitswürfen Vorteil, solange er von Schatten verschleitet, Vorteil bei Rettungswürfen Konstitution. Schaas Aegis. Holy shit! Das sieht awesome aus. Was ist denn Schaas Aegis? Bandzauber, erste Stufe. Schimmernd Magie wird, das deine Rüstungswert um 2 erhöht. Ja. Okay. Schild der Hingabe haben wir auch noch hier gegeben. So that's progress. Deliver the Night Mother's mercy upon her enemies. Better not be cursed. Trust your secrets to the night. Swift as my feet can carry. Okay, okay, okay. Shroud yourself in blackest night. Darf ich das auch noch looten? Dunkle Lust, Justiziar, magischer Widerstand. Der Träger erhält einen Bonus auf +1 für Rettungswürfe gegen Zauber. Geheime kritische Treffer. Während du verschleiert bist, benötigst du für einen kritischen Treffer beim Angriff ein Auge weniger. Dieser Effekt kann sich addieren. Nehme ich mal mit, aber ich glaube, du hast keinen Helm. Nevermind. Jetzt ist sie ein vollwertiger Justiziar. Bei Dialogen ausblenden finde ich schon bei ihr dann wichtig, sonst wenn man das Gesicht nicht sieht, ist irgendwie blöd bei Dialogen. Okay. Wir haben deine Ausrüstung gefunden, die du haben wolltest. Da müsstest du doch jetzt voll happy sein. Wir haben eine Tafel gefunden, die behauptet, dass das Nachtlied im Tempel der Schar befindet. Wir haben genug Schattenedelsteine gesammelt, jetzt müssen wir den Zugang zum inneren Heiligtum verschaffen. Wir haben erfahren, dass das Radik in der Grundform gefunden. Wir haben die Türme des Mondausgangs erreicht.
Wir haben den Nachtspeer gefunden und müssen wir nur noch den Weg ins innere Heiligtum der Probe der Schar freimachen, damit Schattenherz zu dunklen Sizian ernannt werden kann. Da bin ich mal gespannt. Wir haben die Proben ja bestanden, also eigentlich müssten wir den Segen von Schar bekommen dafür. Wir haben nur ein bisschen geschummelt. Wobei nicht Schattenherz geschummelt hat, wenigstens. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Two legs, too familiar. Wenn ich das jetzt aktiviere. Jetzt hat er ja angegriffen einfach. Oh. Sie hat wirklich angegriffen einfach. Ist natürlich jetzt blöd, dass hier einfach meine Leute unten angegriffen werden, während wir hier oben nach oben tuckern. Könnt ihr Ratten mal chillen? Meine Fresse. Steht ihr drauf? Ich hoffe, ihr steht drauf. Jetzt. Werden die einfach von Ratten angebissen? Infektiöser Biss. Wurde auch infiziert. Hat bei Rettungswürfen mit Konstitution einen Nachteil und Konstitution wurde um 1 verringert. Das heißt, man verliert maximale Lebenspunkte, ne? Weil die hatte vorher über 60. So. Wait a second, jetzt bin ich gerade orientierungslos. Proben der Schar, wo war denn dann die... Die Teleportation? Ist das nicht direkt hier? Nee, das ist Proben der Schar. Hier oben müsste es sein. Nach Osten. Die Richtung. Ja, da ist es. Heißt, wir haben doch jetzt alles, oder? Das ist mal ein Weg. Den wäre ich spontan jetzt nicht gegangen. Speichern. Achso. Moment. Travers-Edelstein gibt's nur einen. This must lead to the next part of Shah's Gauntlet. Hä, so kommt man dann nach ganz unten. Hier gibt's noch eine Zwischenstufe. Glaub nicht, dass ich noch drei habe. Ich habe hier. Wo sind sie denn? Eine. Da ist eine. Gib mal her. Was ist das? Ach ne, Astarion hat noch eine. Ja, doch, wir haben drei. Wir haben die drei. Wir haben den Weg frei gemacht. Spill the blood of Zelluna and rise a warrior of Shah. Aber wir haben keine Zelluniten. Gabe der Geheimnisse. Deliver the Night Mother's mercy upon her enemies. Deliver the Night Mother's mercy upon their enemies. Wir müssen aber Zelluniten dafür haben. Shroud yourself in blackest night. Almost
I will not trust your secrets to the night. Schattenfelleingang. What? This must be the last step. I need to pray. Only by Lady Shah's grace did we even make it this far. Die Macht der Parasiten nutzen, um ihr Verstand von Schattenherz zu erkunden. Nope. Ich würde sie im Gebet überlassen, wenn sie unbedingt will. Ich halte immer nicht für eine gute Idee, aber... Alright. No need to dash in ahead of me. I'm ready. Das ging schnell. Some prayers are answered more quickly than others. Let's continue. Okay, die Auserwählte von Shah. Schattenfell-Eingang. Your party is gathered. You are ready. Or so you hope. Kann sich der Zustand der Gegend ändern und einige aktive Quests sind möglicherweise nicht mehr verfügbar. Wait a second. Catherine Tomes Relikt. Das Relikt ist zum Greifen nah. Okay, das ist aber das, was ich soll. Aber das wird doch Nachtlied sein. Was hier drin ist. Scheiß drauf, wir machen das jetzt. Rein da. Party. Yes. Ist dann halt so, wie es ist. Gehen Sie ins Schattenfell. As you step into the silent water, a foreign dread travels through you. It curls its way up your leg, squeezing tight. Vielleicht hätte ich Schattenherz gehen lassen sollen. Schattenherz immer noch keine Schuhe an. Ach du Scheiße. Hübsch ist was anderes. Lady Shah. I can feel her all around. This is her domain. This is the Shadowfell. You did well. Better than I would have credited you with. Now, hurry along and bear witness to my masterpiece. This is the Dark Lady's domain. He does not belong here. Wie seid ihr hergekommen? Was ist das hier für ein Ort? Ich habe den Weg hier freigeräumt, nicht ihr. Warum sollte ich euch nicht einfach töten, statt eure Einmischung zu erdulden? Wie seid ihr hergekommen? I followed you. It seems Shah still holds a grudge against General Thorne and so sought to prevent me from entering in his name. Luckily, you were the perfect agent in helping me slip past her defenses. Now the night song is within reach. Ja, ich würde sagen, was soll ich davon abhalten, euch umzubringen, nicht einfach umzubringen, das Relikt selbst zu nutzen. Your lack of ability, perhaps? You made for an adequate errand boy thus far, but let's not overstate your virtues. Raise one finger to me, and I'd sunder you like lightning would a rotten oak. Now, enough dullard questions. Ich will das nicht ihm geben. I'm not as you amused. The softest push could send me drifting away. Ungültiges Ziel. Making me sweat.
Okay, da darf ich nicht hochspringen. No one back home will ever believe this. Don't waste a step. Ich mag das dem nicht geben. Sind wir ehrlich. Ich mag das dem nicht geben. Ich bin sehr unzufrieden mit dem Ergebnis. Hätte ihn also doch vorher killen müssen. Ja, wir fühlen uns dann sehr leicht hier. Wir haben hier keinen. Let's move. Hallo? Wer fehlt denn jetzt wieder? Schattenherz, du musst schon mitkommen mit uns. Whatever comes, I'm ready. What path lies? Just a little bit further. See my actions, Lady Shaw. Hear my words of faith. Mach vielleicht noch mal eine kurze Rast, bevor wir hier reingehen. Damit ich alle meine Fähigkeiten wieder habe. Warum habe ich eigentlich eine... Ich habe eine bardische Inspiration. Ich habe aus irgendeinem Grund eine bardische Inspiration. Anscheinend. Kann ich aber da runterspringen? Ich glaube, da ist die Kamera nicht zu. Wits and blades, always sharp. Moving in. So, wir sind auf dem Weg. Jede Menge Langschwerter. Wir sollen zu ihr heruntergehen und wir sollen sie töten. Wird uns hier gesagt. Aber das sind Justiziar-Phantome. Warum sagt sie dann kill her? Das irritiert mich ein bisschen. Hallo? Ihr macht mich ein bisschen fertig, Leute. Guck mal, jetzt direkt den nächsten Sprung hier. So. Hopp. Hoch. Geh zu ihr. Starion, du kommst auch nochmal eine Runde ins Schattenfilm mit. Das Nachtlied ist eine Sie.